herzlich willkommen. Die letzten Meter liegen wieder vor uns auf dieser spannenden Runde hier. Und wir haben jetzt schon wirklich fast alles geschafft. Wir müssen jetzt nur noch hier ein paar winzige Reiter irgendwie loswerden. Und das kriegen wir natürlich hin, indem wir hier ganz geschickt mit all unseren Truppen draufballern. Dann sollten wir es eigentlich relativ gut hinbekommen. Die Frage ist natürlich, wie stark, wie schnell die wirklich alle wieder nachspawnen. Und wir müssen da, da ist nämlich dann wieder der Punkt, wo dann irgendwelche anderen Kanonentürme kommen. Deswegen sollten wir da schon... Boah, das sind aber auch echt viele. Aber unsere Reiter tanken sich noch durch. Okay, wir kommen auch an den Kanonenturm dran. Alles andere hier kann da bitte mithelfen. Okay, so, und sobald mein Leibeigen hier die Kaserne hochgezimmert haben, sollte das passen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist aber schon eine ordentliche Armee, die hier wirklich rumfuhrwerkt. Diese ganzen Reiter. Boah, ist das krass. Ist das heftig. Ach, meine Güte. Ja, dann schauen wir mal gleich weiter. So, immer wieder, beziehungsweise immer noch mit unserem All-or-Nothing-Angriff hier auf diese Reiter, die jetzt allerdings wirklich rausstürmen. Das finde ich nicht ganz so gut. Warum rennen die jetzt alle hier wie wild geworden auf mich drauf? Das finde ich jetzt ein wenig uncool. Okay, jetzt laufen sie wieder weg. Jetzt laufen sie wieder ein bisschen weg. So, ihr geht bitte da die hier erstmal wegsnacken. Okay, gut. Okay, sie ziehen sich wieder zurück. Oh, das war aber gerade so. Es hätte knapp werden können. So, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Streitlanzenträger. Einige. Und dann holen wir hier ein paar Leute dazu. Das kann ich nicht tun. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Halt. Ihr seid das. Nein. So. Nein. Ihr müsst auch nochmal was holen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das. Und ihr seid eigentlich noch ganz gut vorbereitet, ausgerüstet. Aber ein paar Leute sollten wir schon, dazu holen. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir hier die Chance, solange wir sie noch haben. Rüsten hier kurz auf. Und dann mache ich direkt den Ausbau. So, das sollte jetzt kein Problem sein. Okay, ja, das geht ja echt ganz gut. Ich glaube, wir kommen hier echt relativ entspannt durch. Hätte ich tatsächlich nicht so gedacht. Ah, ja, okay. Okay. So, dann müssen wir doch hier ein bisschen schauen. Also, Trupp 6 muss sich hier drumherum manövrieren. Trupp 6 muss nämlich hier die Kanonentürme wegsnacken. Das ist auf jeden Fall ein Job für Trupp 6. Die anderen können sich gerne um die Reiter da kümmern. Das ist gut. Genau, solange unsere Speerträger da auch Stück für Stück vorankommen. Haben wir da wirklich gute Karten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal hin die Basis wegprügeln muss. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Das ist, glaube ich, relativ witzlos, wenn man da die Reiterbasis hier unten auch noch wegballern. Ich glaube, das muss nicht sein. Das können wir uns eigentlich schenken. Wir ballern hier nur die Kanonentürme weg. Wir können die Festung hier nochmal wegballern. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Genau, die können wir noch schnell weghauen. Dann kommen da keine gegnerischen Leute raus. Oh, Kanonenturm. Kanonenturm. Ballert da ordentlich. So. Also der Kanonenturm muss erstmal weggehauen werden. Ne? Sonst wird es knifflig. Und ich weiß nicht, ob da wirklich auch aus der Festung Reiter gespawnt sind. Ich meine nicht, ne? Okay, die ist auf jeden Fall jetzt erstmal weg. So, dann ziehen wir meine Speerträger ein bisschen zurück. Und dann könnt ihr wieder reinstürmen. So, ich habe übrigens mal wieder Heuschnupfen. Ich habe keine Ahnung, wo der wieder herkommt. Aber er ist da. So, Kerberos wütet. Der ist sehr wütend. Der ist absolut ungehalten über die Situation, die wir hier haben. Also, Lord Barclay meine ich natürlich. Meine schwarze Festung, ja, das dauert schon ein bisschen, bis wir die hier weggeballert haben. Ja, mein Herr. Okay, kommt Leute. So, wir müssen die Reiter hier Stück für Stück niederprügeln. Lasst Kerberos einfach links liegen. Der ist vollkommen wurscht.
Ja, genau, der rennt auch schon wieder, der rennt auch schon wieder nach Hause. Das ist auch gut. Das heißt nämlich für uns, wir können ihn komplett ignorieren. So, dann hier die Reiter noch wechseln. Ey, ich finde das krass, dass die immer wieder neue Leute direkt kriegen. Und dann den nächsten Reitertrupp direkt hinterher. Ein Handel wurde abgeschlossen, auch das noch. Auch noch eine coole Sache. Ja, ja komm, wir ballern den noch weg. Wir haben ja, jetzt haben wir ja sonst echt nur eine 5-Minuten-Folge. Ich dachte, es dauert noch deutlich länger hier, die Mission. Aber dass ich da doch so schnell so gut durchkomme mit den Truppen, die wir hier haben, hätte ich nicht gedacht. Das hat ja doch beim ersten Anlauf deutlich länger gedauert und deutlich mehr Nerven gekostet. Oh Gott, was ist das denn? Was steht denn da alles rum? Was steht denn da alles rum? Meine Güte. Okay, das ist natürlich ein bisschen ungeschickt, dass die jetzt hier Kerberos hinter sich herschleifen. So, dann ballert mal hier ordentlich um euch. Jetzt gehen die hier alle auf Kerberos drauf. Das finde ich nicht so cool. Ich will doch die ganzen Reiter wegballern, wegschnitzeln. Ich hätte gern, dass Kerberos einmal wegginge. Bis in den Tod. So, da mal reinballern. Einmal mitten rein in die ganze Menge hier. Das sollte doch gut funktionieren. Oh Gott, wie viele Reiter kommen denn da? Du heiliger Strohsack, wo kommen die denn alle her? Lehrt sie das Fürchten. Hä? Wer hat die denn da alle ausgegraben? Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das ist ja der helle Wahnsinn. Wo kommen die denn alle her? Meine Güte. Bis in den Tod. Okay, also das ist absolut wild, was da passiert. Das ist absolut wild. Okay, ich glaube, es werden ein paar weniger, aber kommen auch schon wieder die nächsten Trupps hinterher. Dann kommen die nächsten Trupps schon wieder hinterher. Ich weiß jetzt nicht, wo hier hingeballert wird, aber auf jeden Fall nicht auf die Reiter. Oh, doch, da sterben. Ist gut, welche weg. Ey, ist das krass, da kommt ein Trupp nach dem anderen hinterher. Macht sie nieder. Kommt echt ein Trupp nach dem anderen. Also sind schon echt viele. Aber ich glaube, so langsam haben wir sie ein bisschen rausgezogen. Also es kommt zwar auch immer mal wieder ein Trupp nach, aber nicht in der Fülle. Nicht in, oder? Naja, doch, das sind schon noch einige hier. Okay, Leute, wisst ihr was? Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Oder könnte der Trupp hier Kerberos einfach mal wegschleifen? Ja, komm. Die schleifen hier Kerberos einfach mal weg. Komm. Wir machen das wie in alten Zeiten, wie in den guten alten Zeiten. Irgendein Trupp schleift einfach Kerberos weg. Und amüsiert sich mit ihm. Kann dann hier hinten gemütlich... Ja, ihr sollt bitte hier auf die Leute draufballern. So. Hier hole ich nochmal ein paar Trupps. Die sollen hier bitte drauf. Lehrt sie das Fürchten. Okay, sind wir gerade so rechtzeitig mit den Reitern noch halbwegs fertig geworden, die hier gerade rauskommen. Na gut, da kommt schon wieder der Nächsten. Brauchen wir nochmal ein paar Armbrustschützen. Wie gesagt, nein, ihr sollt bitte hier hingehen. Und du läufst da einfach hin und her, bitte. Dankeschön. Einfach hin und her rennen, das machst du schon gut so. So, hier kommt die runter. Okay, Kerberos zieht sich zurück. Das finde ich gut. Ja, jetzt kommt er wieder anmarschiert. Ihr werdet angegriffen. Okay, jetzt geht's los. Jetzt kriegen wir die Reiterei weg. So, ihr macht das schon. Kerberos geht zurück. Das ist schön. Der hat sich jetzt soweit entspannt. Und die Reiterei ist weg. Sehr gut. So, dann Druff da. Ballert alles nieder. Was da noch rumsteht. Viel ist es ja zum Glück nicht mehr. Da haben wir auch schon aufgeräumt. Ja, dann ist es wirklich gleich nur noch die dunkle Festung. Und mehr kommt dann nicht. Lehrt sie das Fürchten. Die Reiter hier schnell noch wegsnacken. Angriff. Und viel mehr ist es dann ja wirklich nicht. Außer, dass sie immer wieder nochmal eine Einheit nachspawnen. Das ist natürlich auch ein bisschen heftig. So, hier bitte die nochmal weghauen. Dankeschön. Nicht auf die schwarze Festung gehen. Nur Mut. Wir werden siegen. Okay, jetzt sind sie weg. Ruhm und Ehre. Oh, das waren sie. Oh mein Gott. Gut, schwarze Festung gleich erledigt. Dann steht da tatsächlich noch eine Uhr rum.
Na, die lassen wir stehen. Es soll ja Lord Barkley soll ja wissen, wie spät es ist. So, irgendwie scheint da keiner Bock drauf zu haben, auf diese Burg drauf zu schießen, auf diese Festung. Ihr werdet angegriffen. Das funktioniert irgendwie nie, ne? Mit dem Angriffsbefehl auf schwarze Festung. Oh, oh, jetzt sieht's aber böse aus. Eieieiei, Lord Barkley, das war's. Du nichtsnutziger Wicht magst es. Der Hammer wurde zerbrochen. Jetzt sind sie alle tot. Ah, schönes Ende. Und so besiegte ich all meine Feinde. Keiner war mehr übrig und ich konnte den Thron besteigen. Ich hatte die absolute Macht erlangt. Doch musste ich dafür alles und jeden verraten. Einsamkeit war der Preis, den ich zahlen musste. Naja, man hat ja noch ein paar Leute, die man da als Bedienstete hat. Mit denen kann man sich auch unterhalten und mit den Leibeigenen, ne? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ihr habt gewonnen. Ach schön, dann können wir uns nochmal die Statistik jetzt angucken. Meine Güte, das war jetzt wirklich mordend und plündernd. Da haben wir auch sehr viele Einheitenpunkte und sehr viele Rohstoffpunkte und so weiter und so fort. Halleluja, Gebäude 156 am Ende, Bauernhöfe für 30, 27 Wohnhäuser, Arbeitsplätze haben wir ein paar verloren, klar, die Gruben. Soldaten gingen mal hoch bis auf 304, auch da hatte ich eine ganze Menge, ich glaube, das ist echt fast der gleiche Wert, den ich bei der anderen Version auch hatte, ne? Ah ja, die Motivation, bling, 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 Wir sehen, wir haben mit Kirchen gearbeitet. Leibeigene. Ja, das hätten mehr sein können. Und die Arbeiter, na klar, sind auch untergegangen. Lehm, Eisen, das sieht alles recht ähnlich aus. Ja, wobei Eisen, wir haben die Eisengrube auch gar nicht genutzt, die wir da noch hatten, ne? An der Talerhandel, den wir zwischendrin hatten. Steine, richtig fett, Schwefel, nochmal ordentlicher Handel am Ende reingekriegt. Und Holz haben wir, ja, naja, das Übliche. Das sieht so aus wie immer. 222 Gebäude zerstört, ist natürlich deutlich mehr als bei der anderen Version, weil wir natürlich nochmal einen Gegner mehr hatten. Mit mehreren, also zwei eigentlich ja sogar, mit mehreren Basen. Verlorene Gebäude 8. Das ist auch mehr als vorhin. 6866 Leute erledigt. Boah, heftig. Und 1878 verloren. Also schon eine heftige Nummer gewesen. Krasse Kiste. Und damit war es das für die Map. Ja, war jetzt dann doch eine etwas kürzere Folge. Aber ich denke, das ist okay. Wenn wir die an die andere rangebatscht hätten, dann wäre es tatsächlich wieder ein bisschen lang geworden. Und so bin ich happy, dass wir es so getan haben. Können wir nämlich noch ein kleines Feedback zu der Mission geben. Ich finde die sehr, sehr cool. Muss ich echt sagen. Die hat alles, was die erste Mission mich geärgert hat und sonst wie, finde ich die jetzt sehr viel angenehmer. Man ist zwar auch ein bisschen hin und her gerannt zu irgendwelchen Quests, man hat dieses komische Rätsel dran mit der Katze, ansonsten war aber wirklich nichts, wo ich sagen muss, okay, das war jetzt wirklich doof. Die Kämpfe waren relativ leicht, also ja, für meine Verhältnisse jetzt, von dem, was ich auch so schon kenne von anderen Karten, waren die relativ leicht. Obwohl wir sie halt auf sehr recht schwer gestellt haben, aber das finde ich völlig in Ordnung, es muss nicht knackiger sein, man hat auch so jetzt eben, hat man mit den Reitern gesehen, da muss man trotzdem einiges aufbieten, um uns da durchzuplacken und das war also vollkommen gut im Rahmen, das Storytelling war auch ganz schön mit den ehrlosen Verrat, beziehungsweise mit der eben ehrvollen Kampf gegen Barkley, also kann man nicht anders sagen, es waren viele coole Sachen, viele coole Elemente, hat sich auch lang gezogen, die Mission, die ging ja jetzt wirklich auch schon wieder über 20 Folgen und das hat man aber wenig gemerkt, fand ich, also es hat sich halt hingezogen, klar, aber es war nie so dieser richtig krass lange Hänger, so wie man, wo ich es von anderen Missionen kenne, wo ich sage, oh, jetzt brauchen wir noch eine halbe Stunde, um das hier uns dann einen halben Zentimeter voranzukämpfen oder sonst wie. Und jetzt müssen wir da erstmal noch auf Ressourcen hoffen. Nö, das war alles sehr ineinander übergreifend. Das fand ich cool. Man konnte ziemlich viel damit anfangen. Auch so die verschiedenen Positionen. Also am Ende war vielleicht ein bisschen viel Land, was da oben im Nordwesten war, was einfach komplett leer war, wo man noch hätte irgendwelche vorgelagerten Basen vom Gegner hinsetzen können oder auch irgendwas anderes. Also da wäre noch was möglich gewesen, designtechnisch. Aber, ja, mein Gott, muss man halt auch nicht. Sollten wir mehr Platz für Militärgebäude, das ist natürlich auch schick. Und, ich habe es nicht ganz mit der Armee der Toten verstanden.
das waren jetzt diese ersten Truppen, die angekommen sind. Ich weiß nicht, ob das einfach sämtliche Einheiten waren, die im Spiel vorher gestorben sind. Dass die nochmal spawnen. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. War auch jetzt auch nicht das große Drama. War auf jeden Fall ganz lustig. Ja, und ansonsten sieht der Team, wie gesagt, macht ja eigentlich immer ganz gute Karten. Und das. Ich bin gespannt. Ich bin mal gespannt, was bei der Umfrage jetzt rausgekommen ist. Eigentlich würde ich auch gerne noch ein Stronger Tutorial hinranschieben, was es ja für die neue Variante gibt. Das ist auch ganz cool. Das ist übrigens dieselbe Karte wie das Balancing Stuff Tutorial, wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube, das können wir auch auf später verschieben und erstmal nochmal was anderes machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was rauskommt bei der Umfrage. Und ich bin heiß und bin mal gespannt, ob ich Vanilla überhaupt noch kann. Wir werden es sehen und ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Hoffe, dass ihr auch weiterhin da seid. Es gibt auch in der Zeit, wo nach wie vor nicht so viele Videos kommen. Ja, mit Baby ist halt alles ein bisschen anstrengender. Oder was heißt anstrengender? Es ist super cool. Ist natürlich ein bisschen anstrengender, klar. Aber es ist super cool. Es ist ein gutes, positives Anstrengendsein. Aber ja, da kommt man halt nicht ganz so viel dann zu einem. Aber ich habe genug Sachen. Es gibt so viele Spiele, die ich noch machen will. Und die ich auch zugesagt habe, verschiedenen Leuten schon, dass ich sie mache. Und ich hoffe, ich komme einfach Stück für Stück dazu. Es gibt ein Projekt, auf das ich mich sehr freue, habe ich auch schon angefangen aufzunehmen, aber das will ich komplett aufnehmen, bevor ich es rausbringe. Das sind auch nicht, ist auch nicht so wahnsinnig lang, deswegen kriege ich das, denke ich, hin. Und das ist auch jetzt nicht so aktuell, dass es jetzt da auf einen Monat mehr oder weniger ankommt. Deswegen bin ich mal gespannt, wann ich das fertig kriege und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr nach wie vor dabei bleibt. Also denn, macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.